Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. So, beim letzten Mal waren wir noch shoppen, diesmal wird's ernst. Hier auf der Titanstation. Das ist jetzt so uncool. Na, es geht ja wieder gut los hier. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Du spuckst nicht nochmal, Kumpel. Diese Viecher, ey. Das? Ich hoffe. Reddits. Dieses Viehzeug ist echt richtig widerlich. Oh Mann, das wird jetzt richtig krank, das habe ich im Gefühl. Verschlossen. Wieso habe ich so das Gefühl, dass hier gleich wieder Kinder kommen? Oh Scheiße. Wow! Scheiße. Da zücke ich mal lieber das Impulsgewehr gegen sowas Explodierendes. Nein, ich möchte nicht, dass sie spielen. Das
Fällt mir nicht. Oh Mann, Leute, ich sag's euch. Ich spiele wieder in vollkommener Dunkelheit. Wie es halt so gehört für Horrorspiele, ne? Ich sagte nicht spielen! Nachsitzen! Es wird immer kranker in diesem Spiel. Wow. Time out, ja. Da sehe ich was leuchten. Ah, Kiste! Stase-Pack. Okay. Es wird immer kranker. Weiter. Na gut, hier geht es ja auch offensichtlicherweise nicht weiter. Sie sind in den Lüftungsschächten. Ich bin mal lieber auf alles gefasst. Bericht 8022 der Schulschwester. Die Kinder sind viel zu wild auf dem Spielplatz. Gestern haben sich Schüler mit Kratzern und Aufschürfungen hier fast die Klinke in die Hand gegeben. Ein paar der Verletzungen waren so schwer, dass die Kinder ins Krankenhaus mussten. Ich mag altmodisch sein, aber ich glaube, das gehört zu den Problemen, wenn Kinder auf einer Raumstation aufwachsen. Kinder brauchen einen Planeten mit frischer Luft und freiem Gelände, auf dem sie spielen können. Ansonsten drehen sie durch und fangen an, sich gegenseitig weh zu tun. Das alles ist in meinen Augen kein Platz für eine junge Familie. Ja, wie recht sie hat. Allerdings, dass es so ausartet, glaube ich, hätte nicht mal die Schulschwester sich gedacht. Schon wieder ein Wecker mit 12 Uhr. Was ist um 12 Uhr passiert? Warum ist hier alles stehen geblieben? So, bevor wir weitermachen. So, die Aufgabe führt uns hier entlang. Impulsprojektile. Ach du Scheiße. Ah, ich werde doch Kinder widersetzen. Hört auf eure Mutti.
sexuelle Belästigungspandas auch von der Partie. Naja, alles schön kaputt machen. Vor allem, wie ich immer es verpeile, mit diesen blöden Spießen zu treffen. Alter, das ist so... Ich glaube, eine gruseligere Kulisse hätten sie nicht machen können. Wow! Alter. Stasebehälter. Wieder ein bisschen Hacking-Action. Was mit diesen armen Kindern passiert ist, halt. Also ich habe sie ja erlöst jetzt, aber... Boah, das Spiel ist krank. So, Plasma Cutter. Plasma Cutter und Spaß haben. So, weiter geht's. Hoffentlich sind wir bald von dieser... extrem gruseligen Station runter. Ja, ja, ich hab's verstanden. Alle wieder zurück, Kinderchen. Niemand will, dass ihr spielt. Ja.
Textlog. Kinder spielen verrückt. Lehrer bricht drittes Semester 381-3. Ich weiß ja, dass Kinder eine blühende Fantasie haben, aber langsam wird es lächerlich. Die Hälfte meiner Klasse hat inzwischen imaginäre Freunde oder behauptet, sei von ihrer verstorbenen Großmutter oder so. Normalerweise wäre das kein Problem, aber es wird immer schwerer, die Kinder zur Konzentration zu bewegen. In diesem Semester habe ich mehr Kinder auf den stillen Stuhl geschickt, als in meinen ganzen 12 Jahren als Lehrer zusammen. Vielleicht haben diese Kinder Ärger zu Hause. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass das Interesse der Eltern dieses Semester stetig gesunken ist. Walter Blake, Bildungsdozent für die 3. Klasse. Das ist in der Tat ein ernsthaftes Problem, das Walter richtig erkannt hat. Allerdings, lag das nicht an der Fantasie der Kinder. Schema, Flammenwerfer. Download im Shop. Okay. Dann suchen wir uns mal den nächsten Shop. Energieknoten, sehr schön. Mehr Energieknoten, wie viele habe ich denn momentan? 5. Das damit könnte ich meine Rig weiter auf. Oh. Hör mir das nicht an. Strauss kannst du täuschen, aber ich weiß, dass du nicht real bist. Du behauptest, ich bin nicht real und doch bin ich hier. Du bist nur eine Halluzination. Strauss weiß, wie man dich zerstören kann, wie man den Marker zerstören kann. Wir werden dich vernichten. Wie praktisch. Zerstör den Marker und alles Leid, alle Schmerzen verschwinden. Stell dir doch nur vor, Isaac. Du wirst nie wieder auf dein Herz hören. Die Einzige, die das Ganze vermutlich hätte beenden können, wenn sie nicht gelogen hätte, war die Dana. Aber die oder ihre Überreste sind ja jetzt zerfetzt irgendwo im Weltall. Isaac, Ellie hier. Ich habe jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden, er kennt sie. Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Strauss. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich traue ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas... knall ich ihn ab. Ach ja, Ellie lebt ja auch noch. Fast vergessen, die Gute. Okay. Wie lange fährt dieser scheiße Aufzug? Ich hasse Aufzugladesequenzen. Lässt sich in älteren Spielen nicht vermeiden. Ja. Ist sehr gut. Chill dein Leben, Isaac. Es gefällt mir nicht, dass wir hier gerade so viel Munition bekommen. So, alle Waffen durchgeladen. Gleich wird es nicht so lustig, glaube ich. Aber das mit dem nicht so lustig werden, sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Denn wir sind mit dieser Folge am Ende. Und ich hoffe, ihr gruselt euch dann wieder mit mir. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dead Space 2. Bis dann, euer Max. Ciao, macht's gut, Freunde.